Herzlich willkommen im Old Trafford in dieser traditionsreichen Arena hier in Manchester. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde Sie zusammen mit Frank Buschmann durch dieses Spiel begleiten. Uns erwartet hier heute ein Gruppenspiel aus der UEFA Champions League. Manchester United gegen Brügge. Tja, Wolf, die Gäste könnten heute in die K.O.-Runde kommen. Das wäre ein schöner Erfolg. Ob das wirklich gelingt, müssen wir abwarten. Einfach wird es hier nicht. Richarlison. United verliert den Ball. Roman Jaremczuk. Für die Gäste geht es hier heute um den Einzug in die K.O.-Runde. Mit einem Sieg wären sie durch. Schauen wir mal. Richarlison. Jetzt die Flanke. Und die Flanke schnappt er sich. Andreas Kofferhulsen. Ja, jetzt können sie gleich den Ball einwerfen. Jack Hendry. Roman Jaremczuk. Sie haben den Ball. Das ist jetzt eine Chance. Ball wäre gut gekommen, aber er taucht runter, hechtet, macht sich lang und dann hält er diesen Ball. Klasse. Der Ball kommt rein. Ah, den muss er besser klären. Er geht dazwischen. Ja, dieser Ball kommt nicht an. Andreas Kofferhulsen. Richarlison. Ballverlust United. Manaken. Sie drängen, sie drücken, sie wollen die Führung. Aber sie lassen sich durchaus Zeit. Sieht gut aus, was sie da machen. Und gibt's jetzt die Führung. Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Richarlison. Gehalten, da zeigt er sein Können. Die Ecke kommt. Auf außen ist jetzt Platz. Ball ist weg. Richarlison. Das ist Bellingham. Jetzt Müller. Er macht zu. Manaken. Langsam wird es gefährlich. Schönes Dribbling. Sie möchten heute weiterkommen in dieser Partie. Zur Pause müssen wir festhalten. Kann klappen. Völlig richtig, Wolf. Machen das gut. Haben alles im Griff. Wirken zielstrebig. Wirken ja, wie ein Team, das ganz genau weiß, was es will. Also wenn Sie bei der Linie bleiben, dann müsste es heute klappen.
So, liebe Zuschauer, viel Spaß mit der zweiten Spielhälfte. Wir steigen nach der Pause wieder ein in dieses Gruppenspiel der UEFA Champions League. Da wollen Sie unbedingt im Ballbesitz bleiben. Er kann den Ballbesitz nicht halten. Van Aken. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Als nächstes steht die UEFA Champions League an für Manchester United. Dann geht es auswärts gegen Real Madrid. Und da ist eine interessante Partie natürlich vorprogrammiert. Aber das ist jetzt die Chance. Tolle Parade und das aus kürzester Distanz. Ja, den muss er erstmal halten. Da muss er überhaupt erstmal rankommen. Diese Reflexe sind unfassbar. Ball wird kurz gespielt. Jetzt David Alaba. Gefährlich. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Bei der Ecke würden die Fans jetzt zu gerne die Führung bejubeln. Ecke kommt. Erstmal der Befreiungsschlag. Gutes Auge in dieser Situation. Er entscheidet auf Vorteil. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich schwer. Er schießt. Schuss kommt nicht durch. Vielleicht die Führung jetzt. Glanzparade von De Gea. Ich liebe es. Ich liebe es. Glanzparade. Erster Vorteil, aber der ist dann keiner mehr. Und jetzt gibt es hier doch noch die Verwarnung. Alles genau richtig gemacht. Klasse Aktion vom Schiri. So, Ecke kommt. Kann er hier klären? Nicht drin. Und wir sehen, die Fahne ist oben, abseits. Der hätte also ohnehin nicht gezählt. Richtige Entscheidung aus meiner Sicht. Und sie lassen somit eine richtig dicke Chance liegen. Gleich wird hier ausgewechselt. Anthony. Richarlison. Er spielt steil. Gute Aktion. Super gehalten. Ui, was für eine Parade. Wahnsinn, wie er den noch hält. So, die kurze Variante. Jetzt Thomas Müller. Kann diesen Ball halten. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Da können Sie jetzt in Führung gehen. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Sie wechseln also aus. Da kommt die Ecke. Sah nach einem sicheren Tor aus, aber nicht drin. Nee, der Kopfball geht knapp neben das Tor. Ja, das war Pech. Bellingham. Richarlison. Richarlison. Anthony. Das könnte vielleicht was werden. Achtung! Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Kyle Larin. Guter Pass. Hans Van Aken. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Schafft United noch den späten Siegtreffer, wenn es nach den Fans geht? Auf jeden Fall. Das Spiel ist gleich vorbei, aber sie bekommen noch die Chance. Damit könnten sie gewinnen. Ball kommt nicht durch, Abwehr ist da. Wechsel bei Manchester United. Kurz ausgeführt. Da verliert er den Ball. Jetzt müssen sie aufpassen. Erstmal geklärt. Nach wie vor keine Tore hier. Lass uns doch schnell auf ihr nächstes Match gucken.
Der kommende Gegner von Manchester United heißt Real Madrid. Heute haben sie sich richtig reingehängt, so müssen sie dann auch im nächsten Spiel auftreten. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass um Pass um Pass um Pass um Pass und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Aber dann werden sie zu leichtsinnig. Ballverlust. Regulär. Damit haben sie es. Schlusspfiff. Sie sind weiter und haben den Gruppensieg weiter im Visier. Sie sind jetzt schon weiter. Jetzt kann geplant werden. Die Gruppe ist noch nicht vorbei. Da dürfen sie sich aber trotzdem schon auf die nächsten Aufgaben vorbereiten. Das kann noch wichtig werden. Es ist ein Spiel, auf das wir uns alle sehr freuen. Es ist eine Partie, die es in sich haben könnte. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß, zusammen mit Frank Buschmann werde ich das Ganze für Sie zu Hause kommentieren. Und heute freuen wir uns auf eine Partie aus der Liga. Klingt nach richtig interessantem Fußball. Tja Wolf, das ist interessant, die beiden im direkten Duell zu erleben. Das könnte ein Highlight werden. Ich glaube, das ist jemand, der so ein Spiel entscheiden kann. Was erwartest du? Na, er ist ja im Moment ein Toregarant in der Liga. Das ist überragend. Der trifft, wie er will. Und die Frage ist, kann den einer aufhalten? Im Moment wirken alle Abwehrspieler überfordert. Da ist die Chance. Tolle Parade und das aus kürzester Distanz. Ja, den muss er erstmal halten. Da muss er überhaupt erstmal rankommen. Diese Reflexe sind unfassbar. Jetzt der Eckball. Das gibt jetzt Abstoß. Foul, aber Vorteil. Geht erstmal weiter. Geht dazwischen. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Da gehen sie dazwischen, Ball ist weg. Pacienza.
Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Jetzt der Vorstoß. Die Riesenchance. Er hält den Ball fest. Das war wichtig. Da setzt er sich gut ein. Was macht er jetzt? Der Torwart war da nicht gefordert. Nee, so richtig war das Tor in dieser Szene nicht in Gefahr. Jetzt könnte der Pass kommen. Roman Jaremczuk. Ist gefährlich. Aus dem Schuss wird keine richtige Chance. Dafür ist er einfach zu hoch. Den Ball holt er, gut verteidigt. Oh, weiter mit dem Ball, tolle Szene. Ball läuft da gut jetzt. Gute Chance, aber vereitelt, macht er ganz sicher. Paciencia. Gonzalo Paciencia. Jetzt der Schuss. Sehr gut gemacht vom Torhüter. So, Ecke kommt. Der Schuss war keine wirkliche Herausforderung. Was den Ballbesitz angeht, haben die Gastgeber Vorteile. Aber zufrieden können sie trotzdem nicht sein. Sie machen zu wenig raus. Folge: Unentschieden. Sie bieten sich an. Aber dann ist der Ball doch weg. Die Szene damit also beendet. Ball kommt gut bei diesem hohen Steilpass. Gonzalo Paciencia. Die Gäste machen es. Da ist das 1:0. Da ist der erste Treffer in diesem Derby. Da haben sie allen Grund zur Freude. Die Wiederholung nochmal, so ist dieser Treffer entstanden. Erst der schöne Ball und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Er macht ihn rein. Sie sind jetzt also in Führung, 1:0. Gonzalo Paciencia. Ja, vielleicht kommt jetzt was. Der Abpfiff und das war es mit Durchgang 1. Die Schiedsrichterin pfeift wieder an. Wir gehen rein in Durchgang 2. Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich so Sicherheit und legen sich den Gegner langsam zurecht. Könnte der Ausgleich sein.
Das nächste Tor, diesmal auf der anderen Seite. Ausgleich, hier geht's jetzt Schlag auf Schlag. Die Wiederholung zeigt deutlich, da ist er überhaupt nicht auf seinem Posten. Da stimmt das Stellungsspiel gar nicht. Das ärgert ihn zu Recht. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Ja, mit viel Übersicht. Das war knapp. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Da kommt der Pass, aber abgefangen. Gut gemacht. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Ah, das sieht gut aus. Da kommt die Flanke. Klasse gehechtet und gehalten. Kein Tor, die Gefahr ist bereinigt. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Ecke kommt in den 16er. Weiter gefährlich, das war zu halbherzig. Aus diesem Angriff können Sie also nichts machen. Er scheint nicht abspielen zu wollen, läuft weiter mit dem Ball. Chance zur Führung. Das ist der Treffer. Aus nächster Nähe das Tor. Sie machen alles richtig in dieser Situation. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Er fängt diesen Ball ab. Jetzt könnte der Pass kommen. Er geht dazwischen. Die Chance jetzt. Geht gut dazwischen. Tolles Kurzpassspiel jetzt. Der große Offensivdrang fehlt aktuell so ein wenig. Aber klar, sie führen. So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert hier noch was, Buschi? Auf jeden Fall ist es extrem eng und spannend. Und die Fans merken auch, dass jetzt nochmal Unterstützung gefragt ist. 8 Minuten jetzt noch. Klasse Balleroberung. Das war natürlich ein toller Zweikampf. Nochmal, jetzt vielleicht die Gelegenheit zum Ausgleich. Nur noch der Torwart vor sich. Da ist das Tor. Ganz spät machen sie es, die Gäste. Und damit sind sie wieder drin in diesem Derby. Ausgleich. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er. 3 Minuten sind es noch. Jetzt bin ich gespannt, was hier nach dem 2:2 passiert. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Ja, da gibt es gute Anspielstationen. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt, der Gegner hat den Ball. Die Nachspielzeit 2 Minuten, viel Zeit ist das nicht mehr.
Das Spiel ist zu Ende, das war's. Und für die Gastgeber ist es letztlich ein Remis geworden. Also die Offensive hat heute wieder mal gestimmt. So wie wir es vom angriffsstärksten Team gewohnt sind. Zwei Tore, das... Alle freuen sich auf dieses Spiel, freuen sich auf dieses Duell, diese beiden Teams gegeneinander. Also das ist natürlich ein Highlight für jeden Fußballfan. In einigen Sekunden geht's los mit Gent gegen Club Brügge. Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Am Mikrofon sind auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und heute freuen wir uns auf eine Partie aus der Liga. AA Gent gegen Brügge. Auf dem Papier ist es nur ein Testspiel, aber es verspricht dennoch einiges. Ist ja klar bei diesen Mannschaften. Wird's jetzt gefährlich. Aber dann ist der Ball doch weg. Die Szene damit also beendet. Hans van Acken. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Der Pass in den freien Raum, gut gemacht. Da kommt der Schuss. Gehalten. Da kommt die Ecke. Da kann er jetzt erstmal klären. Wenn die beste Defensive gegen die beste Offensive ran muss, Buschi, dann wird das für uns Zuschauer natürlich ein echtes Fest, oder? Auf jeden Fall, klar. Beide müssen heute zeigen, was sie drauf haben. Das ist die Chance. Gehalten, aber sie müssen weiter aufpassen. Sie haben immer noch den Ball. Tor für die Gäste. Und jetzt kann das Derby richtig losgehen. 1:0. Und wir sehen die Freude über dieses Tor. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Die erste Chance ist noch klasse pariert. Aber dann die nächste Chance und die wird genutzt. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen.
Da kommen sie in Ballbesitz. Sehr gutes Tackling. Sehr dribbelstark. Da sehen wir es wieder. Da zieht er ab. Super gemacht. Er macht sein nächstes Tor. Nummer 2 am heutigen Tage. Er zeigt, wie torgefährlich er ist. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Und dann macht er das super aus. Der Halb ist alles richtig im Tor untergebracht. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Schöner Vorstoß. Das könnte durchaus gefährlich werden. Da geht er vorbei. Manaken drüber. Kein Tor. Bei diesem harten Schuss, da wäre etwas mehr Gefühl angesagt gewesen. Die Gäste liegen beim Ballbesitz vorne. Und auch die Torgefahr ist da. Das ist alles sehr zielstrebig. Die Führung im Moment verdient. Manaken. Jack Hendry. Sie machen das sehr ruhig. Da ist die Chance. Und damit sind sie nun mit 3 Toren vorne. Machen heute wirklich einen exzellenten Eindruck. Das Tor aus kurzer Distanz, hier haben wir noch mal ein Auge drauf, er bleibt cool, macht das Ding rein. Ja, Ruhe und Technik, das sind die beiden Schlagworte. Ein einseitiges Spiel heute, schauen Sie sich diesen Spielstand an. Machen Sie jetzt gut. Da kommt die Flanke. Schöner Kopfball. Und der war nicht einfach zu halten. Allerdings, der hätte gepasst, aber der Torhüter passt klasse auf. Ecke kommt in die Mitte. Ball beim Torhüter. Das ist der Pausenpfiff. Nach der ersten Hälfte liegen die Gäste vorne. Sie liegen hier klar vorne zur Pause und ich glaube, wenn Sie in Durchgang 2 wieder so auftreten, dann packen Sie das, holen sich diesen Sieg. Sie wirken sehr stark, überlegen, mental bockstark, sind immer einen Tick schneller, immer willensstärker. Also ich kann es nicht anders sagen, das gefällt mir richtig gut, was Sie anbieten. In der K.O.-Runde stehen sie, aber können sie heute auch noch den Gruppensieg schaffen? Das große Ziel. Heute kann es klappen, gleich geht's los. Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Willkommen in diesem tollen Stadion. An den Mikrofonen melden sich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann.
Die Vorrunde der UEFA Champions League ist unterwegs. Es kommt hier zu einem Duell in der Vorrunde. Dynamo Kiew gegen Brügge. Wer wird Sieger in dieser Gruppe? Das ist die Frage, die sich alle stellen. Und die Gäste wollen die heute beantworten. Und sie wollen alle Zweifel beseitigen. Mission Gruppensieg. Heute gilt's. Oh, das könnte was werden. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Könnte der Ausgleich sein. Das war knapp. Für mich ist das Team der Gäste bisher die große Überraschung in diesem Wettbewerb. Siehst du auch so, oder Buschi? Absolut, Wolf. Die haben die K.O.-Runde jetzt schon erreicht. Und sind wir mal ganz ehrlich, wer hätte das denn vor Beginn dieser Gruppe gedacht? Und damit ist der Ball weg. Ein guter Block hier. Da geht er natürlich hervorragend dazwischen. Wichtig. Der Ball erstmal abgefangen. Vanaken, Roman Jaremczuk, gute Balleroberung hier. Sie können den Ball erstmal abblocken. Vielleicht jetzt. Den Ball hält er gut. Ecke kommt in den 16er. Wir spielen erstmal raus. Was gibt er jetzt hier? Das war wohl das letzte Mal, dass er sowas ohne Verwarnung übersteht. Oh nee, das war kein guter Freistoß. Ja, aber auch kein Wunder bei der Distanz. Hans Vanaken. Ball läuft da gut jetzt. Machen Sie gut. Steilpass. Gute Aktion vom Torhüter. Die Ecke kommt rein. Die Szene damit beendet. Jack Hendry. Hans Vanaken. Schöner Pass. Sieht nicht ungefährlich aus.
Er bringt den Ball im Tor unter, die neue Führung damit 2 Tore. Es läuft. Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Erst kommt der gute Pass und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Jetzt könnte der Pass kommen. Riesenchance. Nächstes Tor und jetzt beträgt die Führung schon 3 Tore. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch und dann macht das stark. Unwiderstehlich. Abwehr ist chancenlos, obwohl sie dicht dran sind. Also spitze gemacht. Vorsichtig formuliert, zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeigetafel spricht Bände. Jetzt geht dieses Gruppenspiel weiter hier in der UEFA Champions League. Wir freuen uns auf Durchgang 2. Sie holen sich den Ball. Könnte gefährlich werden. Guter Steilpass. Sieht kein Trainer gerne, gibt Ecke. Jetzt kommt die Ecke. Nein, keine gute Befreiung hier. Hat also nicht gereicht in dieser Szene. Super dieses Zuspiel. Ah, da sehen wir es wieder. Kraft ist nicht immer die beste Wahl. Hast du recht, da wäre mehr drin gewesen. Er bekommt Hilfe. Oh, das könnte was werden. Oh, kein Tor. Ist doch nicht zu glauben. Ah, den hätte er besser platzieren müssen. So, weg ist der Ball. Guter Vorstoß jetzt. Das wird Ecke geben. So, Ecke kommt. Da muss sich der Keeper nicht mal bewegen. Beim Ballbesitz sehen wir Vorteile auf Seiten der Gäste. Und das ist schon klasse, wie sie aus dieser Überlegenheit immer wieder zu guten Chancen kommen. Man führt, man ist auf dem besten Weg, den Sieg einzufahren. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Stehen jetzt sehr defensiv, tun im Moment wenig fürs Spiel. Da bekommt er Unterstützung. Das macht er sicher. Jetzt die Ecke. Sie bekommen den Ball nicht weg. Guter Versuch. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Schön zugemacht. Sie unterbinden diesen Angriff. Er kann es machen. Gehalten, aber der Ball ist weiter gefährlich.
Abwehr nicht aufmerksam genug und dann können sie diesen Nachschuss halt auch verwerten. Das ist nochmal die Wiederholung des Treffers. Wir sehen zunächst mal diese klasse Parade und dann haben sie eben Pech, dass der Ball zurückkommt, nochmal heiß wird und dann fällt das Tor. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Foul, aber Vorteil, geht erstmal weiter. Kein guter Pass. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Geht hier noch was? Es schien aussichtslos, aber jetzt sind sie bis auf ein Tor dran. Was für eine Schlussphase. Ach, schönes Tor. Hier ist die Wiederholung. 1 gegen 1. Sieht so leicht aus. Ist in Wahrheit oft so schwierig. Es ist ein Duell der Nerven. Da musst du abgezockt sein. Der neue Spielstand lautet hier also 3-2. Regulär sind es noch 7 Minuten. Ball läuft gut jetzt. Jack Hendry. Jacobs. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Ja, weg ist der Ball. Schluss, aus, das war's in diesem Spiel und damit steht fest, sie sind weiter. Und das als Gruppensieger. Ein toller Erfolg, im letzten Spiel schaffen sie es und das will schon was heißen. Starke Gruppe, mal schauen, was jetzt noch drin ist.